Hallo und willkommen zurück zu The Book of Unwritten Tales, Folge 41. Und das Rätsellösung ist, und ich muss gestehen, da musste ich tatsächlich im Lösungstext nachsuchen, weil das hatte ich voll nicht auf dem Schirm. Hier unten gibt es die Pfütze mit Tränen. Ich weiß nicht, warum die Pfütze mit Tränen besser ist als das Wasser aus dem Bergwerk. Weiß nicht, höherer Salzgehalt, man weiß es nicht. Hallo, rotes Zeug, da. Vielleicht nicht ölig genug. Na gut, ich kippe das Pulver an den Rand des Tränensees. Noch ein wenig umrühren und schon haben wir eine dickflüssige rote Farbe. Gut. Nee, weiß ich jetzt nicht. Ernsthaft jetzt? Rot und Blau ergeben Lila. Yippie! Ich habe die Pilze komplett lila angemalt. Als Geisterpilze gehen sie aber noch nicht durch. Es fehlen die grünen Flecken und der modrige Geruch. In Ordnung, damit habe ich wunderschöne lila Pilze mit grünen Punkten. Okay, modriger Geruch. Modriger Geruch, da, vielleicht? Hey, Chef! Fangen wir ihn nochmal auf. Ah, der Lebende! Nee, das ich muss weiter. Wiedersehen. Mach's gut! Und denke daran! Ja, ihr seid unsere Freunde, wir wissen's. Modriger Geruch. Also, wenn ich in der Gruft, wo soll ich den denn sonst herkriegen? Oh, von einem Problem zum nächsten, ey. Ich habe natürlich auch nicht weiter gelesen als bis zu dem Teil mit... Ja. Schauen wir mal, den modrigen Geruch kriegen wir ja vielleicht noch hin. Hört mal, ihr kennt euch doch mit unangenehmen Gerüchen aus. Na klar! Habt ihr eine Idee, wie ich diese Pilze modrig und faul stinken lassen kann? Ah, natürlich. Riech jetzt mal! Das wird reichen, danke. Gern geschehen. Cool. Und damit haben wir das Problem schon mal behoben. Schau mal, Geisterpilze. Ah, hervorragend. Und was für ein kräftiges Aroma sie haben. Tja. Und was ist jetzt los? Hallo. Ich höre dich. Ein Blitz muss in die Antenne bei der Gruft einschlagen. Könntest du als Regenmacher nicht für das entsprechende Wetter sorgen? Ich kann für Regen sorgen, natürlich. Aber Blitze, das ist eine andere Sache. Wieso? Es ist ein anderer Tanz. Sehr schwierig, sehr anstrengend. Dafür bin ich zu alt. Kannst du mir den Tanz beibringen? Du hast mir die Pilze besorgt. Also werde ich dir helfen. Na endlich. Hier stehen die Tanzschritte drauf. Du kannst gern dein Glück versuchen. Ich befürchte, und wenn ich diesen Tanz richtig tanze, sind die Götter wohlwollend und sorgen fürs richtige Wetter? Nein. Der Tanz ist eine Beleidigung für die Götter. Die werden versuchen, dich aufzuhalten und Blitze nach dir schleudern. Toll. Das ist doch genau das, was du wolltest. Ja. Und nun entschuldige mich bitte. Ich will die neuen Pilze versuchen. Dann sollten wir auch schnell verschwinden. Okay. Bis dann. Möge der Wind dir gewogen sein. Mögen die Pilze dich nicht töten. So. Cool, cool. Ich kann mich gerade noch beherrschen, hier sinnlos vor mich hinzutanzen. Wenn schon, sollte ich wenigstens in der Nähe der Antenne sein. Das wird jetzt bestimmt besonders lustig.
stellen wir uns mal so Wenn ich Gulliver richtig verstanden habe, soll der Blitz in die Antenne einschlagen und dann irgendwie seinen Körper mit Leben füllen. Keine Ahnung warum. Also gut. Ach, Schande. Oh. Oh, Leute. Verdammt. Ich habe noch einiges vor mir, befürchte ich. Oh Gott. Ja, allein, dass ich nicht wusste, dass jetzt vielleicht die Tastatur kommt. Hallo? Ja, ich glaube auch. Also. Also oh. Gut. Du Schande, Mann, das kann... Wenigstens ist es immer die Leichabfolge. Oh Mann. Ich habe noch... Oh, Leute. Das kann also jetzt gut. dauern. Hallo? Oh, ist nett, dass die Anzahl der Maximalfehler steigt. Ich habe noch einiges vor mir, befürchte ich. Boah. Oh, oh, oh. Also gut. Das wird... Boah. Schande, da. Mann. Das war schon gar nicht schlecht. Na, das würde ich aber so nicht unterschreiben wollen. Das war immer noch ganz schön schlecht. Also gut. Boah. Oh, ich drücke immer viel zu früh. Und dann zwischendrin auch mal falsch, aber... Ja, ist okay. Also gut. Mehr Geduld, Klaas, mehr Geduld. Schande, Schande, Schande. Da. Oh, ich darf das war schon gar nicht schlecht. Ich darf schon 5 Fehler machen, verdammt. Schande. Also gut. Gott. Oh. Meine Güte, ja, das ist nicht meins. Das war schon gar nicht schlecht. Warum muss sowas in einem Adventure drin sein, Leute? Also gut. Zum Ende hin wurde es dann auch... Es hat funktioniert! Schnell, Butterkeks! Bring mich zu meinem Körper! Ooh, yeah. Schon in Ordnung, ich brauche keine Hilfe. Undankbares Zombie-Pack. Oh, ich habe nicht mehr dran geglaubt. Schauen wir mal, was Gulliver so macht. Oh, aber hallo. Und, amüsiert ihr euch gut, während ich vor mich hinrauche? Ja, hat alles ganz wunderbar geklappt. Ich frag gar nicht erst, wieso. Wie sieht es mit meiner Rüstung aus und dem Versteck des Schwertes? Aber selbstverständlich. Die Rüstung findest du in dem Grab dort. Den bröckligen Kram solltest du vorher abwischen. Das Schwert findest du im feurigen Berg. Wo ist der? Es ist ein Vulkan hier ganz in der Nähe. Früher hatten die Zwerge dort ein Bergwerk. Haben es aber schon vor Jahren aufgegeben. Mhm. Seit kurzem wohnt ein Drache dort. Natürlich. Entzückend. Viel Glück. Mhm.
Gut, wieder eine Quest geschafft. Hoffen wir mal, dass da wirklich eine brauchbare Rüstung drin ist. Aber mehr durch Wohlwollen als durch Geschick meinerseits. Tatsächlich. Eine Rüstung. Und Teile des Vorbesitzers. Ja. Bevor ich sie anziehe, werde ich sie noch polieren und von den gröbsten Überresten befreien. Tada! Kleider machen Leute, Rüstungen machen Helden. Mhm. Hübsch. Strahlt so schön. Gut. Ich lasse die beiden Turtelgeier lieber allein. Keine Ahnung, was ich fragen sollte. Okay. Hier sind wir also soweit durch. Zumindest interpretiere ich das als solches. Ich vermute, wir können jetzt wieder mehr machen. Hi. Ah ja. Okay. Hast du Angst? Unheimlich. Geht so. Du solltest starr vor Schrecken sein. Bist du starr vor Schreck? Nicht wirklich. Was liest du da? Wie werde ich ein furchteinflößendes Monster in 14 Tagen? Okay. Aber ich habe gerade erst angefangen. Und im ersten Kapitel steht, man soll sich nicht entmutigen lassen, wenn es nicht gleich funktioniert. Natürlich. Und es wird immer Leute geben, die einem den beruflichen Erfolg nicht gönnen. Klar. Okay. Ein Hammer. Die eine Seite des Kopfes ist abgerundet. So etwas wird beim Schmieden benutzt. Eine Zange, wie Schmiede sie benutzen. Durch die langen Griffe kann man großen Druck auf die Werkstücke ausüben und sie sicher halten. Fein, Christian. Unser Inventar ist ja fast leer, da müssen wir ja mal ein bisschen was reintun. Ah ja, hier haben wir noch mehr Utensilien. Ein massiver Steinofen. Darin wurde früher Metall geschmolzen, wie mir scheint. Der Schmelzofen wird kein Metall schmelzen, solange er nur Raumtemperatur hat. Außer man füllt gefrorenes Quecksilber ein. Der Schmelzofen wird kein Metall... Außer man füllt gefrorenes Quecksilber ja, ein. Ja, habe ich jetzt nicht mit. Ich glaube, das ist eine Münzpresse. Man füllt Gold, Silber oder Mithril in die Öffnung und presst mit diesem Stempel die Gravur in die Münze. Okay. Schon schön, oder? Schmelzofen, aber der ist nicht warm genug. Das ist so... In das Drachenbecken fließt beständig Lava. Die Hitze ist unerträglich. Können wir hier dran ziehen? Diese Luke hält die Lava im Becken. Wenn man sie mit Hilfe der Kette öffnet, fließt die Lava heraus. Wenn ich die Luke jetzt öffne, würde sich flüssiges Gestein auf den Boden ergießen. Da fehlt ein Stück. Ach so. Okay. Der Drache ist beschädigt. Da fehlt eindeutig der Kopf. Ah, okay. Damit wissen wir also den Kopf von den Erddingsbums. Eindeutig eine Zwergenarbeit. Der Drache muss von innen beschichtet sein, damit die Lava das Metall nicht schmilzt. Wir wissen, wo der Kopf ist, aber ja. Das hilft uns wahrscheinlich erstmal nicht weiter. Ein Amboss mit Zwergenschriftzeichen. Gewaltiges Ding. Der Steintrog ist mit Wasser gefüllt. Es sieht dunkel und rostig aus. Vermutlich kühlten die Schmiede ihre Werkstücke im Wasser ab. Der Schmelzofen wird kein Metall schmelzen, außer man füllt... Ja, das mit dem flüssigen Stein. Eine Reihe seltsamer Steine. Sie sind recht glatt und glitzern leicht. Wahrscheinlich stammen sie aus dem Inneren des Berges. Was ist denn das?
Ein glatter, etwa faustgroßer Stein. Er erscheint mir relativ leicht zu sein. So, okay. Dann sprechen wir doch noch mal mit der Drache. Drachin. Dem Drachen. Hallo, meine Hübsche. Ja? Du möchtest also ein fürchterliches Ungeheuer werden? Warum? Und wer bist du überhaupt? Ich bin eine missverstandene Frau in ihren besten Jahren. Oh oh. Jahrelang habe ich als Transportdrache geschuftet. Aber gestern habe ich gekündigt. Ich lasse mir nicht alles bieten, weißt du? Hat dich jemand betatscht? Angeschrien haben sie mich, nur weil ich die Ladung verloren habe. Alles wegen dieser Elfe. Ich sollte ihr dankbar sein. Endlich kann ich mein volles Potenzial ausschöpfen und mich in der zweiten Lebenshälfte beruflich neu orientieren. Okay. Als furchteinflößendes Ungeheuer? Ein traditionelles Berufsbild für Drachen. Männer sind es immer. Aber warum sollte es nicht auch eine Frau schaffen? Gute Frage. Und was musst du alles tun, um ein furchteinflößendes Ungeheuer zu werden? 3 Prüfungen bestehen? Oh nein, so einfach ist das nicht. Es ist ein komplizierter 10-Stufen-Plan. Ich muss mich in verschiedensten Bereichen fortbilden und Schritt für Schritt mein Schreckenspotenzial aufbauen. Aber das ist alles so kompliziert. Ich soll Jungfrauen fressen. Dabei bin ich Vegetarierin. Und ich habe noch nie Feuer gespuckt. Ich habe keinen Goldschatz. Und ich weiß nicht, wie man Ritterrüstungen knackt. Außerdem kannst du nicht gut brüllen. Ich weiß. Aber immerhin habe ich schon mal eine angemessene Drachenhöhle gefunden, oder? Ja. Ich würde sagen... Ich muss weiter. Schön weiterüben. Natürlich. Natürlich. Genau. Ich breche das hier mal ab und wir setzen es genau an dieser Stelle fort in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr schaltet dann auch wieder ein. Bis dann.